Ja, herzlich willkommen bei Aktienlust TV und euch allen da draußen ein frohes neues Jahr und hoffentlich auch wieder mal ein erfolgreiches Jahr an der Börse. Denn das letzte Jahr war doch ein Jahr zum Vergessen für Börsianer. Markus Koch hatte New York treffenderweise gesagt, die amerikanischen Investoren sind froh, dass mittlerweile Cannabis legalisiert ist, sonst hätten sie dieses Irrenhaus letztes Jahr gar nicht überstanden. Ja, vor allen Dingen der Computerhandel hat natürlich dieses permanente Auf und Ab mit Tendenz natürlich zur Schwäche forciert. Es ging ja wirklich an manchen Tagen hunderte Punkte nach oben, um dann wieder hunderte Punkte nach unten zu fallen. Für schwache Nerven war das alles andere als gut. Ja, es fehlt einfach auch momentan dieses Umfeld, wo man wirklich sicher und perspektivisch investieren kann. Und das hat eben überhaupt gar nichts mit Bewertungen zu tun. Wenn ich heute auf Facebook sehe, wie viele Trader posten, ich habe jetzt schon wieder 30 Punkte mitgenommen oder ich habe 30 Punkte verpasst, da geht es eben nicht darum, was eigentlich hinter den Unternehmen steckt, was eigentlich ja am Markt oder was die Konjunktur macht. Es geht wirklich darum, diese Schwankungen einfach proaktiv zu nutzen, wobei ich immer wieder sagen muss, Vorsicht für die sich daran versuchen, 90% der Trader fallen damit auf die Nase. Also uns bleibt aktuell zum Jahresbeginn nichts anderes als ein bisschen Ingwertee trinken und einfach zuschauen, was der Markt jetzt erstmal macht, weil das vorherrschende Thema bleibt natürlich, wie sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterentwickelt. Es soll ja ab dem 7. Januar Gespräche geben in China. Eine amerikanische Delegation reist nach Peking, um eben diesbezüglich Fortschritte zu erreichen. Und das ist ja auch dringend nötig, weil die Bremsspuren dieses Handelskonflikts, die haben wir gleich zu Beginn des Jahres ja jetzt wieder deutlich zu spüren bekommen. Ja, erstmal wieder natürlich dieser computergesteuerte Handel gestern, der ja an der Wall Street erst zu einem deutlichen Minus geführt hat. Dann sind die Kurse wieder massiv angezogen. Es hat sogar für ein Plus gereicht, war zwar jetzt nicht dramatisch gut, aber immerhin hat sich der Markt dort so entwickelt. Das war schon ein kräftiges Intraday-Reversal. Nachbörslich aber kam Apple mit einer Umsatzwarnung und da war alles schon wieder gegessen. Heute zeigen die Futures wieder in den Keller und der DAX das gleiche Spiel. Gestern noch ein kleines Plus. Heute liegen wir aktuell schon nur wieder 120 Punkte hinten. Aber trotzdem, wir sehen es an den Gegenbewegungen, das Gröbste an Abwärtsdruck sollte doch irgendwie draußen sein. Weil natürlich, wir haben überall auf breiter Front schon halbierte Kurse in wirklich soliden Werten, wo man wirklich eigentlich nicht mehr so viel verkehrt machen kann zu investieren. Aber natürlich, solange die Maschinen da agieren und die klassischen Investoren sich da ein bisschen aus dem Geschäft heraushalten, bleibt das ein bisschen anfällig. Natürlich wirkliche Verkaufskurse, da gehen die großen Investoren natürlich auch wieder zur Tagesordnung über und legen sich ein paar Stücke ins Depot. Denn trotz des Computerhandels auf lange Sicht ist natürlich ganz entscheidend, wie sich die Unternehmen in der globalen Weltwirtschaft weiterentwickeln. Kommen wir aber nochmal gestern eben nachbörslich auf Apple zurück und da sehen wir eigentlich das Dilemma, was wir aktuell eben haben. Denn Apple hat jetzt seine Umsatzprognose fürs Weihnachtsquartal zurückschrauben müssen und zwar relativ deutlich. Man hat ja vorher avisiert 89 bis 93 Milliarden Dollar. Jetzt geht man nur von 84 Milliarden Dollar aus. Das ist schon ein kräftiges Minus und die Aktie fiel börslich auf 7% nachbörslich. Und dürfte heute also wirklich unter Druck stehen im New Yorker Handel. Aber es gibt natürlich auch erste Investmentbanker, die herausgehen und sagen, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Hat natürlich auch was mit China zu tun, weil nämlich in China zum einen Subventionen gekürzt wurden. Auch in anderen Ländern wurden Subventionen für neue Handys eben gekappt. Das hat die Konsumenten natürlich ein bisschen abgeschreckt, neue iPhones zu kaufen. Man wartet vielleicht wieder auf das neue Modell. Und natürlich die Konsumschwäche in China hat grundsätzlich den Absatz dort verhagelt. Dazu diese ganze Zollstreitigkeit. Also das hat auch Apple-Chef Tim Cook selbst gesagt, dass China der Hauptgrund war eben dafür, dass man jetzt hier revidieren muss. Aber natürlich, hier gibt es auch natürlich ein Potenzial, was sich aufstaut. Ja, weil man, wenn man erstmal ein paar Quartale oder auch ein paar Monate eben kein neues iPhone sich zulegt, irgendwann kommt der Druck wieder.
und man wird sich neue Generationen zulegen. Vor allen Dingen natürlich, wenn im Herbst wieder ein neues Gerät auf den Markt kommt mit eben neuen Gimmicks, mit einem neuen Namen. Das sollte dann das Kaufinteresse wieder wecken. Und zudem, und das habe ich jetzt bei Morgan Stanley gelesen und hier gebe ich dem Verfasser absolut recht, für Apple wird natürlich das Spektrum hinter dem iPhone, was ja zuletzt für 60% der Umsätze noch verantwortlich war, immer wichtiger. Also die Dienstleistungen Apple Pay oder die Apple Watch, bei der es ja noch immer grandiose Erweiterungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich gibt. Man ist ja heute schon der größte Uhrenhersteller der Welt, das darf man nicht vergessen. Zuletzt gab es ja auch wieder Gerüchte, dass sich Apple möglicherweise näher mit Tesla beschäftigen könnte. Man hat ja hier auch wieder einen Tesla-Manager verpflichtet, was natürlich hier Spekulationen wieder Tür und Tor öffnet Richtung eines eigenen Fahrzeuges. Ich bleibe aber dabei, Apple wird aus meiner Sicht kein eigenes Fahrzeug auf den Markt bringen, sondern wenn überhaupt sich einen der Elektrobauer einverleiben oder eben Kooperation mit den großen Autoherstellern der Welt liefern. Aber wie gesagt, die Apple-Aktie, wenn wir sie uns jetzt anschauen, sie hat ja schon ordentlich korrigiert. Von knapp $240 sind wir jetzt bei 157. Heute wird es richtig $140, vielleicht auch $133 gehen. Da liegt ja die nächste Unterstützung, die aus den Hochpunkten 2015 sich bildet. Und im Extremfall, da will ich gleich darauf hinweisen, wir haben hier da noch eine Kurslücke in Gap, was sich kurz oberhalb von $122 auftut. Das könnte natürlich auch noch geschlossen werden, also $120, das wäre dann die klassische Halbierung einer so extrem guten und soliden Aktie. Also das wäre wirklich ein vorgezogenes Ostergeschenk, will ich es mal nennen. Natürlich, ich höre schon die Kritiker, ja, ich predige schon ewig, dass man Apple kauft. Ja, wir haben damit angefangen, bei $180 zu sagen, jetzt bekommt man Apple mit Rabatt, jetzt sind wir bei 160. Und wenn man sich in diesem Bereich einkauft, man kriegt einfach nicht den tiefsten Kurs. Das ist reine Glückssache und es hängt eben auch damit zusammen, wie sich gewisse globale Dinge entwickeln. Hätte es den Handelsstreit schon oder die Einigung im Handelsstreit eben schon im Herbst gegeben, da sähe das Weihnachtsgeschäft ganz anders aus. Dann hätte man möglicherweise den Boden schon gefunden. Jetzt gibt es vielleicht die Chance, nochmal ein bisschen günstiger zum Zug zu kommen. Aber entscheidend ist für die, die Apple-Aktien haben, jetzt brauchen Sie nicht an Verkaufen denken, weil die Story geht natürlich weiter. Wie gesagt, eines der nächsten iPhone-Modelle wird schon wieder die Kauflaune extrem anheizen. Es besteht ja, wie gesagt, ein Nachrüstbedarf von einem iPhone-Modell zum nächsten zu wechseln. Manche lassen 2, 3 Modelle aus, aber irgendwann wird ein neues iPhone natürlich auch hier wieder für neue Verkaufsrekorde sorgen. Dazu natürlich das, was sich im Hintergrund tut, die Service-Sparte, Apple Pay oder auch die Apple Watch. Also hier sind, und da bleibe ich dabei, neue Allzeitrekorde definitiv in wenigen Jahren absolut wahrscheinlich. Und das sollten Sie immer im Hinterkopf haben, wenn Sie aktuell darüber nachdenken, wie Sie mit Apple verfahren. Es geht hier nicht um Verkaufen, es geht allenfalls darum, möglichst nochmal günstig hier nachzulegen. Oder für Anleger, die eben noch nicht investiert haben, die haben jetzt nochmal eine ganz tolle Chance, hier einzusteigen. Ja, kommen wir zum zweiten Problemfall, zum Jahresauftakt Tesla. Tesla hat eben jetzt Auslieferungszahlen gemeldet eben für das letzte Quartal und da liefen eben 63.150 Fahrzeuge vom Band, 13% mehr als das vorangegangene Vierteljahr. Man hat etwas mehr erwartet, aber auch hier muss man mal die Kirche im Dorf lassen, denn Tesla hat letztes Jahr 245.000 Fahrzeuge ausgeliefert, davon allein 145.000 Model 3. Das ist schon eine Leistung, also man startet ja wirklich in die Massenproduktion erst jetzt richtig rein und hier gibt es Fortschritte, aber eigentlich waren auch weniger die Auslieferungszahlen der Grund für das Minus von 7% gestern, sondern die angekündigte Preissenkung in den USA wird der Preis fürs Model 3 um $2.000 gesenkt, weil es eben Subventionsförderungen, die wurden zusammengefahren, die wurden halbiert. Jetzt will Tesla den Käufern eben entgegenkommen
und reduziere den Preis. Aber hier von einer Nachfrageschwäche zu sprechen, ist völliger Unsinn. In Europa hat man noch gar nicht damit begonnen, überhaupt das Auto auszuliefern. Hier warten viele Tesla-Fans auf das Model 3. Also hier ist nach wie vor die Nachfrage relativ groß und auch der Vorsprung von Tesla im Bereich der Elektromobilität ist einfach gigantisch. In Australien hat man die größte Batteriespeicherfabrik im Einsatz. Hier wird wirklich der Sonnen- und Windstrom gespeichert. Das ist auch ein Thema, was sich jetzt mehr und mehr hier für Tesla auswirken wird. Also ich bleibe für die Aktie relativ zuversichtlich, auch wenn natürlich sie ein Spielball der Spekulanten bleiben wird. Und wenn wir uns hier die Tesla-Aktie eben anschauen, Sie sehen, man hat ja zum Jahresende hin nochmal einen Schlussspurt gezeigt. Man hat fast neue Allzeithöchststände erreicht. Jetzt ist man wieder korrigiert in den Bereich um die $300. Ich denke, das wird auch so bleiben nochmal im ersten Vierteljahr. Aber wer hier ein bisschen Zeit mitnimmt und Geduld und die Schwankungen aussitzt, für den bestehen gute Chancen, dass wir in diesem Jahr auch die alten Höchststände knacken und eine neue Gefilde vordringen. Weil, wie gesagt, die Elektromobilität, das ist das Thema der nächsten Monate. Das hören Sie ja auch von den deutschen Autoherstellern. Hier kommt einfach niemand daran vorbei. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Signale, zum Beispiel im Chipsektor zum Jahresstart. AMD Advanced Micro Devices ist ja in allen Spielkonsolen zum Beispiel eingebaut oder auch wichtig im Bereich der Kryptowährungen, um eben neue Kryptowährungen überhaupt zu produzieren. Hier geht es um Geschwindigkeit, davon profitiert auch AMD. Man hat hier wirklich sich halbiert im letzten Jahr zum Ende hin. Gestern plus 6%, das war schon mal ein guter Start ins neue Jahr. Man hat hier einen technischen Doppelboden ausgebildet. Also hier sieht man, und das ist auch etwas, was ich im ersten Quartal erwarte, dass viele Aktien jetzt ihre Tiefstände ausloten. Und das wird immer wieder unterschiedlich sein. Es wird auch schon erste Branchen geben, die jetzt aus der Korrektur heraus sich nach oben befreien. Und es gibt andere, die Tiefs im ersten Vierteljahr noch testen werden oder auch einen Boden ausbilden werden. Darauf werden wir hier auf Aktienlust.tv natürlich in den nächsten Wochen eingehen. Ja, zum Markt selbst schauen wir uns da nochmal den DAX an. Hier bleibt es dabei, die 10.500, das ist aktuell so ein bisschen der Level, wo sich der Markt versucht zu stabilisieren. Entscheidend wird der Sprung zurück über die 11.000 Punkte sein. Da sehen die Bullen dann wieder ein bisschen Oberwasser. Im Dow Jones wird es entscheidend sein, dass wir uns über die 23.500 hinweg bewegen und stabilisieren. Dann waren die alten Tiefstände, lag eine Unterstützung. Das ist jetzt die erste Hürde, die wir überwinden müssen. Das dürfte heute noch mal schwer sein nach den Apple-Zahlen. Aber in den nächsten Wochen besteht da durchaus die Chance, dass wir darüber gehen. Und der Nasdaq 100 schließlich, das sollte die 5.900, das Tief, was wir zum Jahresende mal erreicht hatten, nicht mehr unterschritten werden. Normalerweise, wie gesagt, jetzt beginnt auch die Berichtssaison bald wieder. Da sollten auch viele Technologieunternehmen mit sehr guten Zahlen aufwarten können, auch wieder neue Impulse geben. Wie gesagt, die Branchenrotationen dürften da noch weitergehen. Aber wir gehen doch davon aus, dass wir in Richtung März, April dann auch wieder die Wende kriegen. Das war nach solchen dramatisch schlechten Börsenjahren oft der Fall, dass die schwierige Phase bis in den März hinein anhielt, ehe sich die Märkte dann wieder stabilisieren konnten. Ja, die Musik wird auch in 2019 in den USA und in Asien spielen. Europa hat ja andere Themen. Wir beschäftigen uns mit dem Verbot von Bleigießen zu Silvester. Hat zu vielen lustigen Bildern jetzt geführt. Wachsgießen sollen wir jetzt, ja, also Bleigießen. 1000 Jahre haben wir zu Silvester Blei gegossen. Das war einigen Bürokraten in der EU zu gefährlich. Man hat das verboten. Wir sollen jetzt Wachsgießen machen. Das ist für uns wichtig. Auch eine interessante Episode, ja. Tonkrüge, das ist ja in Bayern schon ein Thema, das sehen die Verbraucherschützer in Brüssel auch nicht mehr so gern, weil ja, man sieht ja nicht, wie viel Bier da an dem Tonkrug ist. Ja. Das führt zu der netten Episode, hier in meiner Nähe gibt es das Kloster Kreuzberg. Wenn man da einen Tonkrug wünscht, traditionell, wie man seit 20 Jahren sein Bier trinkt, bekommt man einen Glaskrug einfach dazu, um gegebenenfalls testen zu können, ob man wirklich genug Bier
im Tonkrug hat. Also das ist das, was Europa beschäftigt. Die Chinesen fliegen zum Mond, wir beschäftigen uns mit Tonkrügen und mit Wachsgießen. Und natürlich dürfte auch Griechenland und Italien weiter ein Thema bleiben. Tsipras, der griechische Premier, hat gerade wieder neue Geschenke verteilt an seine Bürger. Ja, man hat zwar kein Geld, aber man verteilt Geschenke, das wollen die Italiener ja auch weiter tun. Das dürfte natürlich auch wieder immer wieder so ein bisschen ein Thema bleiben, was die EZB in diesem Umfeld so alles treibt und tut. Kein Umfeld jedenfalls für steigende Zinsen. Und sollte sich eben die Konjunkturschwäche, die sich jetzt ja so ein bisschen mehr und mehr anzeichnet oder abzeichnet, um sich greifen, wird auch die Fed mit ihrer Zinserhöhungspolitik sicherlich eine Pause einlegen und schauen, bis sich das stabilisiert. Meine Hoffnung ruhen auf den Gesprächen zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Hier ist auch Trump gefragt, das weiß er selbst. Er reklamiert ja für sich die Erfolge an der Börse und jetzt muss er auch liefern, damit nicht auch das Jahr 2019 ein schlechtes Börsenjahr wird, weil das gab es in der Historie so gut wie nie. Zwei aufeinanderfolgende schwache Börsenjahre. Von daher hat er auch selbst Druck, die Chinesen ohnehin. Hier sind die jüngsten Konjunkturdaten, deuten hier auf eine Konjunkturschwäche hin. Verbrauchervertrauen unter 50%, Einkaufsmanagerindex unter 50%. Also da muss hier wieder die Wende geschaffen werden und das schafft man eben nur mit einer Einigung im Handelskonflikt. Nächste Woche werde ich mir noch mal ein paar Tage frei gönnen, ein bisschen Bergluft schnuppern, ein bisschen Skifahren. Ich melde mich dann aber auch aus den Bergen mal bei Ihnen, der Mick sicherlich dann auch wieder von der Börse. Und dann werden wir hier das Pensum auf Aktielust TV natürlich wieder deutlich erhöhen. Das war's von mir zum Jahresauftakt für Sie. In diesem Sinne, ich bin ganz guter Dinge für das Jahr 2019. Ich bin kein Daueroptimist, aber wie gesagt, nach dieser Schade, die wir letztes Jahr hatten, sieht eigentlich vieles danach aus, dass wir in diesem Jahr die Trendwende schaffen werden. Bis bald hier wieder an dieser Stelle, Ihr Jürgen Schmidt.